Ja, von mir auch ein herzlich willkommen und ich hoffe, dass Gott heute durch mich spricht. Und gestern haben wir gefeiert, die Hoffnung, der Herr Retter ist da. Und heute wollen wir uns anschauen, die Hoffnung, die von Gott erfüllt ist. Ich möchte gerne lesen aus Lukas Kapitel 2, Vers 25 bis 35. Ich weiß nicht, wird das noch eingeblendet? Ist schon. Super. Und siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem. Und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel, und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes Israel. Und Josef und seine Mutter verwunderten sich über das, was über ihn gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Aber auch dir selbst wird ein Schwert durch deine Seele dringen, damit aus vielen Herzen die Gedanken geoffenbart werden. Nun, es ist ein gewaltiger Text und ich möchte, dass Gott heute zu uns spricht und deswegen werde ich ein kurzes Gebet sprechen. Lieber Herr, ich danke dir für dieses Wort, was du uns gegeben hast. Öffne bitte unsere Herzen, dass wir dein Wort heute aufnehmen können. Öffne unsere Herzen, damit wir sehen können, dass du nicht einfach dein Wort gesagt hast, sondern dass du dein Wort auch erfüllst. Du hast deine Zusagen erfüllt und das wollen wir uns jetzt anschauen. Herr, ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest für dein Wort. Amen. Amen. Nun, lasst uns zu Beginn erstmal anschauen, wer Simeon ist. Lass uns ihn kennenlernen. Nun, Lukas, er beschreibt nur in ganz kurzen Worten, wer Simeon ist. Aber wir erfahren nicht genau, wer er ist. Wir erfahren nichts von seiner Abstammung. Wir erfahren auch nichts, aus welcher Familie er kommt. Genauso wenig erfahren wir, welchen Beruf Simeon hatte. Sondern Lukas ist viel mehr wichtig zu sagen, was Simeon ausmachte. Und zwar lesen wir, Simeon, er lebte in Jerusalem. Und dann sagt Lukas noch, dass er fromm und gottesfürchtig war. Und Simeon erwartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war auf ihm. Wir erfahren hier vier Dinge. Wir erfahren seinen Namen. Wir erfahren, dass er fromm und gottesfürchtig ist. Wir erfahren, dass er wartete. Und wir erfahren, dass der Heilige Geist auf ihm war. Warum ist es hier an dieser Stelle wichtig, dass Lukas hier erwähnt, dass er den Heiligen Geist hatte? Nun, wir leben hier noch in dem Alten Testament. Jesus ist ja noch nicht gestorben. Jesus ist ja gerade erst geboren. Wir haben es gestern erst gelesen. Jesus ist erst geboren. Also leben wir hier in diesem Zeitpunkt noch in dem Alten Bund. Und in dem Alten Bund war das so, dass der Heilige Geist eigentlich nur ganz bestimmten Personen vorbehalten war. Es war so, dass der Heilige Geist
nur Priester, Propheten und Königen zuteil worden war, weil sie eine ganz besondere Aufgabe hatten. In den meisten Fällen hatten sie diese Aufgabe, das Volk zu führen oder dem Volk vorherzusagen, was passieren wird. Und dafür brauchten sie den Geist Gottes, weil nur durch den Geist diese Kommunikation zwischen dem Menschen und Gott stattgefunden hat. Und Simeon hatte hier keinen Dienst. Wir erfahren nicht, dass er einen Dienst hatte oder eine Aufgabe, die er erfüllen musste. Warum hatte er den Heiligen Geist? Er war gottesfürchtig. Er war gottesfürchtig und er war ein Diener Gottes. Interessant, wenn wir einige ein Kapitel vorher lesen, beschreibt uns Lukas noch zwei Menschen, die den Heiligen Geist hatten. Ich möchte lesen aus Lukas 1, Vers 6. Sie waren beide gerecht vor Gott und lebten untadelig in allen Geboten und Satzungen des Herrn. Es geht hier um zwei Menschen, die genauso gottesfürchtig waren wie Simeon. Und auch bei ihnen war der Geist Gottes. Simeon, also er kannte Gott und lebte auch nach seinen Geboten. Und er hat auch alle Satzungen gehalten, genauso wie Zacharias und Elisabeth. Es waren gerade diese zwei Personen, um die es geht. Elisabeth und Zacharias waren genauso gottesfürchtig wie Simeon auch. Nun, Simeon hatte eine Beziehung zu Gott. Und Gott will es ja. Gott möchte oder wollte schon immer eine Beziehung zu den Menschen haben. Im Alten Testament waren es sehr wenige Menschen, die dieses Vorrecht hatten, in einer Beziehung zu Gott zu sein. Und Simeon erstreckt sich hier aus nach Gott und Gott in dem alten Bund, wo ja noch nicht diese Freiheit gab, so wie wir diese heute haben, wo uns heute ja schon im Voraus schon garantiert wird, dass wir den Heiligen Geist bekommen, wenn wir Gott annehmen. Simeon ist ein ganz einfacher Mann und Gott erschenkt ihm seinen Geist. Nun, warum schenkt Gott seinen Geist? Gott möchte in Simeon sein. Gott möchte eine Beziehung zu Simeon haben. Nun, wenn wir Psalm 101, Vers 6 lesen, können wir da lesen, meine Augen sehen nach den Treuen im Lande, dass sie bei mir wohnen und habe gerne fromme Diener. Also Gott suchte damals schon Leute, die nach ihm gesucht haben, denn Gott wollte eine Beziehung haben. Also Simeon sucht Gott in seinem Leben und Gott erschenkt ihm seinen Geist. Und so entsteht eine Beziehung zwischen den beiden. Und dann gibt Gott ihm ein Geheimnis. Der Geist Gottes gibt ihm eine Zusage. Er gibt ihm ein Versprechen. Vers 26. Und es war in ihm, Und es war von dem Heiligen Geist ein göttlicher Ausspruch geworden, dass er den Tod nicht sehen sollte, ehe er den Christus, den Herrn, gesehen habe. Der Heilige Geist sagt Gott Simeon, du wirst nicht sterben. Du wirst nicht von dieser Erde gehen, bevor du den Erretter gesehen hast. Und Simeon setzt seine ganze Hoffnung,
seine ganze Hoffnung setzte auf diesen einen Trost. Ich habe die Hoffnung, dass ich noch in meinem Leben das sehen werde. Ich werde den Retter der Menschen sehen. Jetzt möchte ich uns eine ganz persönliche Frage stellen. Worin setzt du deine Hoffnung in deinem Leben? Nur einmal angenommen, ich könnte dir einen einzigen Wunsch erfüllen. Wir können uns da gerade schon die Gedanken machen. Wenn ich dir einen einzigen Wunsch erfüllen könnte, was würde das bei dir sein? Kannst du dir diesen einen Wunsch vorstellen? Jetzt kommt eine einzige Bedingung dazu. Diesen Wunsch, den kann ich dir vielleicht jetzt erfüllen. Diesen Wunsch, den kann ich dir vielleicht im nächsten Monat erfüllen, vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht aber kann ich dir diesen einen Wunsch aber nur dann erfüllen, wenn sogar dein Leben schon fast zu Ende ist. Was wäre dir wichtig zu wünschen, dass du vielleicht dein ganzes Leben darauf warten würdest? Gott möchte uns unsere Wünsche erfüllen. Aber Gott möchte nicht wie ein Wunschautomat sein, wo man einfach seinen Wunsch reinschmeißt und dann kommt ein Wunsch oder die Erfüllung von meinem Wunsch wieder raus. Gott möchte etwas viel, viel Wichtigeres. Natürlich möchte er uns unsere Wünsche erfüllen, aber er möchte noch was viel Wichtigeres. Er möchte eine Beziehung zu uns Menschen haben. Eine echte Beziehung. Und er möchte uns durch diese Beziehung seinen Geist schenken. Genauso wie bei Simeon. Simeon, er war gerade hier in dieser Beziehung und er wusste, der Heilige Geist hat mit ihm gesprochen. Der Heilige Geist hat mit ihm gesprochen. Und der Heilige Geist ist wer? Gott. Gott hat durch den Heiligen Geist mit Simeon gesprochen. Und durch den Heiligen Geist hat er ihm diese Zusage gegeben. Du wirst nicht sterben, bevor du den Retter gesehen hast. Wir wissen nicht ganz genau, wann der Heilige Geist ihm diese Zusage gemacht hat. Wir wissen nicht, wie lange Simeon gewartet hat. Vielleicht hat er eine Woche gewartet, vielleicht hat er einen Monat gewartet, vielleicht hat er aber auch viele, viele Jahre gewartet, in dem Wissen, Gott wird kommen und ich darf es erleben. Simeon hat lange gewartet, aber für uns geht es schon in dem nächsten Vers weiter und wir können hier weiterlesen, dass der Heilige Geist, er führt ihn in den Tempel. Und genau in diesem Moment hat das Warten von Simeon ein Ende. Und jetzt geht es auf einmal ganz schnell. Die Eltern stehen vor ihm, Josef und Maria, eigentlich ganz, ganz unscheinbar. Und ich denke mal, sie sahen wie alle anderen aus. Sie hatten nichts etwas Besonderes. Wenn wir uns Bilder anschauen, wo Jesus mit seinen Eltern gezeichnet wird, dann sehen wir ganz oft etwas. Und das ist hier oben. Kennt ihr das? Es ist der heilige Schein. Ja? Auf den Bildern wird das sehr oft gerne gezeichnet, weil sie etwas Besonderes hervorheben möchten. Aber in dem Fall war das nicht so. Josef und Maria, die hatten keinen heiligen Schein über sich leuchten. Jesus hatte nicht so einen heiligen Ring, der über ihm leuchtete. Er sah wie alle anderen aus.
Und Maria und Josef haben das getan, was das Gesetz von ihnen verlangte. Vers 27. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm nach der Gewohnheit des Gesetzes zu tun, sie wollten ein Opfer bringen, damit Maria gereinigt wird, aber sie wollten auch Jesus, den Erstgeborenen, Gott weihen. Und hier kann man sehen, an dieser Stelle, wo Jesus, wo Simeon gerade ins Bild kommt, zu Maria und Josef, können wir sehen, dass Simeon vom Heiligen Geist erfüllt ist. Maria und Josef, ganz unscheinbar arme Menschen, Jesus, ein Baby wie Millionen andere auch. Er hatte zwei Ohren, Nase, Augen, Mund, Arme, Beine und, was hatte er noch? Er hatte eine Windel an. Können wir lesen oder haben wir auch gestern gehört in Lukas 2, Vers 12. Er wird gewickelt in Windeln und in einer Krippe liegen. Simeon, er würde nie im Leben darauf kommen, dass dieses Baby der Retter ist. Aber Simeon, er hatte den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist sieht mit anderen Augen als wir Menschen. In 1. Samuel 16, Vers 7 lesen wir, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz. Und Simeon erkennt durch den Heiligen Geist, dass dieses kleine Baby Jesus ist. Und Simeon, er kann nicht anders. Er kommt zu Maria und Josef und nimmt das Baby und Jesus in den Armen. Könnt ihr euch das vorstellen, besonders dann, wenn es euer erstes Kind ist, wenn ein wildfremder Mann zu euch kommt und einfach das Kind in die Arme nimmt? Was macht ihr? Es ist interessant, das ist wahrscheinlich ganz unbewusst gewesen. Wir waren vorletzte Woche einkaufen. Wir waren beim C&A, wir haben ein paar Klamotten gekauft. Dann habe ich gesagt, komm, ich bringe das gerade runter, dann könnt ihr schon mal ins nächste Geschäft gehen. Und anscheinend war ich so schnell mit hin und her, dass ich meine Familie wieder eingeholt habe. Und ich kam von hinten und Matteo, der saß gerade so gut in den Armen, er hat mich gesehen und dann wollte ich ihn nehmen und genau in diesem Moment zuckt meine Frau. Der hat mich erstmal mit so einem entsetzten Augen angeguckt. Das ist unsere Reaktion. Simeon, er will den Herrn in den Händen halten. Simeon, er will den Herrn ganz nah an sich dran haben. Und genau in diesem Moment steigt Simeon in ein Loblied ein. Er lobt Gott und sagt ihm, danke dir, ich habe jetzt den Retter gesehen. Und sogar jetzt in diesem Augenblick bin ich sogar dafür bereit zu sterben. Du hast eine Zusage eingehalten, Gott. Seine Hoffnung ist endlich erfüllt. Die ganz lange Wartezeit, sie ist für Simeon endlich vorbei. Und Simeon, er bricht in Freude aus. Simeon freute sich über den Herrn. Übrigens, ich habe etwas ganz Interessantes erfahren. Wisst ihr, wer sich zuerst über den Herrn gefreut hat? Eben haben wir gelesen, dass Simeon sich gefreut hat. Jesus ist gerade mal 40 Tage alt, als sie in den Tempel kommen. Simeon hat sich über den Herrn gefreut.
Aber gestern haben wir etwas anderes gehört. Und zwar haben wir gestern von den Hirten gelesen. Lukas 2, Vers 10 lesen wir, die Engel verkünden den Hirten große Freude. Aber haben die Hirten Freude gehabt? Ja, ich kann sagen ja, weil wir, wenn wir in Vers 17 lesen, Lukas 2, Vers 17, und als sie es gesehen hatten, machten sie es überall das Wort kund, welcher über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden war. Das heißt, die Hirten, die sind durch die Stadt gegangen und haben es weitergesagt. Was sagen wir weiter? Das, was uns interessiert, oder das, worüber wir uns freuen? Also die Hirten waren noch vor Simeon dran. Stimmt's? Ich möchte noch ein bisschen weiter zurückgehen. Johannes der Täufer, er hat sich zuerst über Simeon gefreut. Ich möchte lesen Lukas 1, Vers 39 bis 44. Maria aber stand auf in diesen Tagen und ging eilig ins Gebirge in eine Stadt Judas und kam ins Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit Heiligem Geist erfüllt und rief laut, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht in deines Leibes. Und wie geschieht es mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Sie, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Johannes der Täufer war der erste Mensch, der sich darüber gefreut hat, dass Jesus gekommen ist. Nicht nur die Hirten, nicht nur Simeon, sondern Hanna freute sich auch. Wenn wir hier weiterlesen, dann können wir hier ab Vers 36 können wir lesen, dass Hanna auch sehr lange auf Jesus gewartet hat. Sie war nämlich schon um die 84 Jahre alt. Sie war 7 Jahre lang verheiratet, dann ist sie Witwe geworden und den Rest der Zeit, also den Rest ihres Lebens, hat sie darauf gewartet, dass Jesus kommt. Und Hannas Wartezeit wurde belohnt. Und sie war auch von Freude erfüllt, dass Jesus endlich da ist. Simeons Hoffnung wurde erfüllt. Hannas Hoffnung wurde auch erfüllt. Und seit Tausenden von Jahren warten die Menschen darauf, dass Jesus endlich kommt. In Mose 1,35 können wir das erste Mal davon lesen, dass Gott versprochen hat, dass einer kommen wird. Denn es soll einer kommen, der dem Teufel, dieser Schlange, den Kopf zertreten soll. Hier haben wir den allerersten Hinweis darauf, dass eines Tages einer kommen wird, der uns davon trennen möchte, dass wir unter der Herrschaft dieser Sünde leben müssen. Und seit diesem Tage an, seitdem Gott Adam und Eva versprochen hat, dass eines Tages einer kommen wird, seit dem Tag wurde bei jedem Nachkommen wurde gefragt, ist es dieser hier oder ist es jener? Seit Adam und Eva, bei Noah, bei Abraham und bei David,
Bei jedem Nachkommen wurde gefragt, ist es dieser hier? Und heute ist dieser Tag gewesen oder gestern haben wir es gefeiert. Jesus ist endlich gekommen. Die Verheißungen sind im Alten Testament geschrieben. Das war die erste Verheißung, die ich gelesen habe. Es kamen noch viele, viele andere, wo Gott zu seinem Volk gesprochen hat, dass eines Tages einer kommt. Eines Tages wird einer kommen, der endlich dieser Macht der Sünde die Macht nehmen wird. Jesus ist gekommen und die Verheißungen, die im Alten Testament niedergeschrieben sind, sie haben sich erfüllt. Und Jesus ist endlich da. Das Warten hat endlich ein Ende. Und Simeon, er darf endlich darf er dieses kleine Kind in den Arm nehmen. Simeon darf den tragen, der ihn getragen hat. Simeon darf den umfassen, der die ganze Welt umfasst. Noch mehr, Simeon darf den Trost in die Arme nehmen, der für alle Menschen gilt. Gerechtigkeit, Heiligkeit, Liebe und Gnade, Macht und Kraft, Barmherzigkeit und Güte darf er in seiner Hand halten. Simeons Freude ist so groß, dass er bereit ist, in diesem Augenblick zu sterben. Seine Freude ist so riesig. Sein größter Wunsch hat sich endlich erfüllt. Wie ist es bei uns? Ist unser Wunsch auch erfüllt, wenn wir Jesus in den Arm nehmen dürfen? Ist das unser Wunsch? Oder ist es vielleicht ein anderer Wunsch? Simeon, er sieht nicht mit menschlichen Augen. Simeon, er sieht mit dem Heiligen Geist. Er sieht nicht nur das Kind, was er gerade in der Hand hält, sondern er sieht auch seine Bedeutung. Nicht nur das. Simeon sieht nicht das, was es gerade bedeutet, dass der Retter da ist. Nein, er sieht noch viel mehr. Simeon sieht sogar die Zukunft. Die Zukunft von Jesus. Denn nachdem er Maria und Josef gesegnet hat, macht er hier eine Weissagung. Er gibt eine Voraussage, was passieren wird. Und er sagt voraus, dass die Geister der Menschen sich scheiden werden. Er spricht davon, dass die Israeliten zu Fall kommen werden. Also viele werden zu Fall kommen, aber viele werden auch dadurch aufstehen. Nun zuerst nennt er hier Fall vieler. Die Mehrheit der Juden wird Jesus nicht als den Messias anerkennen oder nicht sehen. Sie werden sich daran ärgern, dass Jesus da ist. Sie werden sich daran stoßen, dass Jesus da ist. Und dadurch lehnen sie Jesus ab. Allerdings geschieht hier auch genau das Gegenteil. Es werden viele aufstehen. Das sieht ihr Simeon, dass viele dazu bestimmt sind, durch Jesus Christus aufzustehen. Simeon, er sieht aber nicht nur die Menschen, die durch Jesus betroffen werden.
Er sieht nicht nur das, was passieren wird, sondern er sieht auch etwas ganz anderes. Er sieht nämlich, wie es um Maria gehen wird. Auch durch deine eigene Seele wird ein Schwert dringen. Simeon sagt hier voraus, dass ein Schwert durch Marias Seele durchdringen wird. Simeon sagt es Maria, aber ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass Maria es vielleicht oder die Eltern es vielleicht überhaupt erahnen können, was da passieren wird. Maria wird ein Leiden erwarten, das durch Mark und Bein dringen wird. Den Höhepunkt des Leidens sehen wir am Kreuz von Golgatha. Mit einem jeden Hammerschlag dringt das Schwert tiefer in Marias Seele. Aber, es ist kein sinnloses Leiden. Es ist nicht einfach nur irgendein Mensch, der ans Kreuz genagelt wird. Jesus, er war sündlos. Er hatte nicht einen einzigen Gedanken, einen einzigen schlechten Gedanken über einen Menschen oder über etwas anderes gehabt. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, öffnet sich eine ganz neue Tür. Die Tür zum ewigen Leben. Und gerade hier wird es sichtbar, dass viele Menschen einfach nicht daran glauben wollen. Viele Menschen wollen einfach nicht glauben, dass Jesus vielleicht für die eigenen Sünden gestorben ist. Aber viele sehen gerade da die Erlösung. Und hier stellen wir fest, dass niemand kann sich vor dieser Entscheidung entziehen. Entweder man nimmt den schmalen Weg und geht mit Jesus, oder man entscheidet sich dafür, den einfachen Weg zu nehmen, ohne Jesus. Die Menschen haben damals gewartet, dass der Messias doch endlich mal kommt. Und die Vorhersage hat Gott eingehalten. Gott hat das eingehalten, was er versprochen hat. Jesus ist endlich da. Und Jesus, er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Und Jesus, bevor er gestorben ist, hat er uns eine neue Zusage gegeben. Jesus hat gesagt, ich gehe hin. Wohin geht er? Um uns eine neue Wohnung vorzubereiten. Er wird eines Tages wiederkommen und wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott sein Versprechen auch wieder einlösen wird. Nun, Weihnachten ist jetzt schon bald oder fast vorbei. Weihnachten ist bald vorbei. Die Geschenke sind sehr wahrscheinlich schon alle ausgepackt. Ja? Lieder haben wir sehr oft gesungen, haben wir sehr oft gehört. Vielleicht werden wir noch ein paar noch hören oder singen. Und bald ist es, nur in wenigen Tagen ist es schon wieder so weit, dass wir unseren ganz gewohnten Alltag gehen werden. In wenigen Tagen wird der eine oder andere vielleicht schon wieder zur Arbeit fahren oder wir werden uns mit den Gedanken schon wieder an Silvester wenden. Doch was ist Weihnachten für dich? Hat Weihnachten deinen Wunsch erfüllt? Oder bist du enttäuscht geblieben? Gott möchte nicht enttäuschen. Gott möchte, dass wir durch seinen Heiligen Geist erfüllt werden. Er möchte, dass wir durch seinen Geist getröstet werden.
dass auch unsere Wartezeit nicht voller Trauer ist, nicht voller Sorgen ist, sondern er möchte uns das Herz mit Freude erfüllen. Genauso wie bei Simeon. Er möchte unser Herz mit Freude füllen und sagen, ich bin da, ich bin gekommen für dich. Und ich werde eines Tages wiederkommen. Nur wir müssen eine Entscheidung treffen. Nun zum Abschluss möchte ich noch eine kleine Geschichte erzählen, die etwas beschreibt. Eines Nachts fing es an, in einem Haus zu brennen. Und als die Flammen ausbrechen, flüchten die Eltern und die Kinder aus dem Haus. Und als sie draußen standen, gucken sie auf das Haus und sind ganz entsetzt. Das Haus steht in Flammen. Und sie merken, dass der jüngste Sohn nicht nach draußen gekommen ist. Der jüngste Sohn, er hat sich vor diesen Flammen und vor dem Rauch gefürchtet. Also, was hat er gemacht? Er ist nach oben geflüchtet. Und die Flammen, wo gehen sie hin? Nach oben. Ein 5-jähriger Junge. Die Eltern stehen draußen und sehen keine einzige Möglichkeit, in dieses Haus reinzugehen, um diesen Jungen zu retten. Da öffnet sich oben ein Fenster und der Junge schreit raus, Hilfe, Papa, hilf mir. Der Junge, er sieht nur den Rauch, er sieht die Flammen und kann nicht mehr weiter. Da hört er die Stimme des Vaters. Der Vater ruft zu ihm, spring, ich werde dich auffangen. Der Junge sagt, ich sehe dich aber nicht. Der Vater sagt, aber ich sehe dich. Ich sehe dich und das reicht vollkommen. So ist Gott. So ist Gott. Wir können ihn nicht sehen, aber Gott sieht uns. Und auf ihn dürfen wir uns verlassen. Auf ihn dürfen wir unsere ganze Hoffnung setzen. Gott segne uns beim Nachdenken. Amen.